Einen wunderschönen guten Tag zu unserem Review zum Ein-Mann-Bunker. Wir werden wie immer durch Design, Anleitung, Aufbau und Qualität gehen und dann ein kurzes Fazit darüber machen. Bewerten tun wir das Ganze mit kleinen Bricks. Fangen wir mal direkt mit dem Design an. Zum Design gibt es erstmal nichts Großes Negatives zu sagen. Der Boden und der Baum sind sehr gelungen. Das sind leicht unterschiedlich farbige Teile. Der Baum hat ein hübsches Design. Von meiner Seite her passt das alles wunderbar. Der Block über der Tür auf der Rückseite, der ist ein bisschen locker. Also es werden ja eigentlich hauptsächlich Zeigemodelle, also Hinstellmodelle gebaut und von daher ist das für mich in Ordnung. Ich ziehe allerdings einen halben Punkt ab, deswegen, weil da hätte man vielleicht irgendwas machen können. So perfekt finde ich das jetzt nicht. Ja. Zur Anleitung. Die Anleitung hat erstmal übersichtliche Markierungen. Das ist alles so ein bisschen blau hinterlegt, sieht wunderbar aus, gefällt mir sehr gut. Es gibt einen kleinen Fehler beim Baum, der ist aber fast nicht entscheidend, und zwar auf der Seite 20 wird der Brick zu spät eingesetzt. Da müsste man eventuell was machen. Genau. Deswegen auch hier wieder einen halben Abzug in der Gesamtwertung. Wo wir tatsächlich schon beim Aufbau wären. Beim Aufbau hatte ich tatsächlich keine Probleme, war alles super, hat mir sehr gefallen. Deswegen gibt es von mir hier an dieser Stelle auch 5 Steine, habe ich gar kein Problem mit. Alles super. Wo wir bei der Qualität wären. Qualität hatte ich auch in diesem Fall keine Probleme, war alles super, hat mir gefallen. Ich hatte jetzt keine Steine, wo ich sage, das geht gar nicht oder da ist irgendwas komisch oder da habe ich jetzt Nachteile durch. Hat mir alles sehr gefallen, deswegen auch hier wieder meine 5 Bricks. Genau, kommen wir somit zu dem Fazit. Wenn man sich das Ganze jetzt anguckt, haben wir in der Gesamtwertung 4,5, 4,5, 5 und 5. Aufgrund der Tatsache, dass das ein sehr frühes Projekt ist und auch sehr günstig ist, ich glaube, das liegt unter 6 Euro, würde ich hier an der Stelle 5 Punkte geben und bin mit dem Projekt sehr zufrieden. Einmal Bunker aus Klasse ist eine klare Kaufempfehlung von mir. Und wer den anschaulich ansehnlich findet, der soll sich den holen. Ich danke euch, einen schönen Tag noch.